Das ist ein Befehl. Was ist passiert? Hast du mich vielleicht nicht richtig auf den Ständer gestellt? War doch nur halb so schlimm. Außerdem bist du unzerstörbar. Mein Spiegel! Super Rat! Geh schon. Viel Spaß mit deinen Freunden. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Lass mich hier nur liegen auf dem eiskalten Boden. Ich roste in aller Stille. Nein, was redest du? Lass dir helfen. Ich kann auch später zu Chester gehen. Wir fahren nach Haus. Nehmen wir einen Umweg? Wieso nicht? Ganz wie du willst. Wo bloß Timmy bleibt. Liebling, was sagt die selbstgebaute Uhr? Es ist so. 12. Noch eine halbe Stunde bis zum Start. Er poliert vielleicht noch schnell sein Fahrrad. Er ist ganz verrückt nach dem Rad. Hallo, Dad. Aber wo ist dein Rad? Das ist mein Rad. Soll das heißen, du fährst schon die ganze Zeit mit dem Rad und nicht mit meinem selbstgebauten? Ja, hast du gesehen, wie super schnell ich gerade gefahren bin? Wir werden gewinnen. Naja, wenn du davon überzeugt bist, freue ich mich. Ich wollte vor dem Start nur eben meine Spezialatemübungen machen. Erschrick nicht, wenn ich anfange zu schluchzen. Und wenn du siehst, dass meine Augen feucht werden, dann ist das auch völlig normal. Was ist denn los mit Dad? Timmy, hast du eine Ahnung, warum ich die hochgefährlichen Dinge benutze, die dein Vater für mich baut? Weil ich deinen Vater liebe und ich weiß, dass es ihn glücklich macht, wenn ich sie benutze. Ich mache nur Atemübungen. Ja. Ich zwinge dich nicht, das selbstgebaute Rad zu fahren. Ich sage nur, es würde deinen Vater sehr glücklich machen, dich damit zu sehen. Oh Mist. Komm schon, Timmy. Wir wollen das Rennen gewinnen. Ich kann nicht. Ich will zwar gewinnen, aber nicht, wenn es meinen Dad traurig macht. Weißt du, wenn er dich wirklich lieben würde, ließ er dich auf mir fahren. Hey, sag das nicht! Mein Dad liebt mich! Woher weißt du, dass er dich nicht anlügt? Woher weiß ich, dass du nicht lügst? Tja, ich bin nur ein Fahrrad. Ja, aber du willst mir dauernd was einreden, um mich von Freunden und Eltern fernzuhalten. Wärts, wir fahren nach Hause. Es bleibt wenig Zeit. Ihr lagt richtig, ich falsch. Dass ich mir alles wünschen kann, heißt nicht, dass ich es auch tun sollte. Aber Timmy! Ich bin dein Rad. Ja, aber du bist nicht gerade ein nettes Rad. Und ich habe keine Lust mehr, auf dir zu fahren. Das genügt. Zieh Leine, du Psychorad. Hey, was soll das? Ich bin unzerstörbar. Schon vergessen. Warte, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Draußen. Na klar, Timmy. Aber Timmy... Was ist das für ein blinkendes Ding? Der Spiegel von Superrad. Er ist zerbrochen.